Seid gegrüßt, Champion. Der Thronsaal des Vicomte wurde nach seinem Tod verriegelt. Ein seltsamer Ort für eine heilige Schwester. War schnell erledigt. Jetzt fürchtet uns also sogar die Göttliche. Das sollte sie auch. Tötet die Spione! Resolutionisten. Ich hätte wissen müssen, dass Sie damit zu tun haben. Wer sind die Resolutionisten? Ein Zweig einer Bruderschaft innerhalb des Zirkels der Magi. Es gab schon immer Gruppierungen, die die Freiheit von der Kirche und die Abschaffung des Zirkels unterstützten. Und wir haben sie toleriert. Die Resolutionisten haben sich jedoch der Gewalt zugewandt. Höchstwahrscheinlich stecken sie hinter den Unruhen hier. Seid ihr Schwester Nightingale? Die bin ich. Ihr könnt mich aber auch Liliana nennen. Die Göttliche hat mich entsandt, um die Möglichkeit einer Rebellion hier in Kirkwall zu untersuchen. Ohne die Wache darüber zu informieren, natürlich. Es ist eine ungewöhnliche Situation. Und ich habe ein wenig Erfahrung damit. Die Liliana? Die an der Seite des Helden von Ferelden gegen den Erzdämon gekämpft hat? Ah, ich sehe schon. So nah an der Grenze nach Ferelden wird es schwieriger sein, anonym zu bleiben. Ja, ich kannte den Helden von Ferelden. Ihr habt vielleicht die Lieder gehört, die ich über unsere gemeinsame Zeit geschrieben habe. Doch das ist viele Jahre her. Ich arbeite jetzt für die Göttliche in Orlais. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in diesen Teil von Thedas zurückkehren würde. Ich danke euch, dass ihr vorhin eingegriffen habt. Das war selbstverständlich. Aber da sie euch für mich gehalten haben, müssen sie wissen, dass ich in Kirkwall bin. Die Göttliche hat schon seit langem den Verdacht, dass die Probleme Kirkwalls von einer auswärtigen Gruppierung angefacht wurden. Dieser Angriff beweist, dass sie recht hat. Wollt ihr damit sagen, dass ihr das alles eingefädelt habt? Ich habe durchsickern lassen, dass ein Gesandter der Göttlichen eintreffen würde, um die Schwierigkeiten mit den Magiern zu untersuchen. Was sie verurteilt, ist die Reaktion, zu der sie sich entschlossen haben. Unternehmt bitte nichts, was die Lage verschlimmert. Es gibt noch immer eine Chance auf Frieden. Und Provokationen sind auch nicht besonders hilfreich. Die göttliche Justinia nimmt die Situation ausgesprochen ernst. Sie ist der Überzeugung, dass dies die schlimmste Bedrohung für Thedas seit der Invasion der Kunari ist. Eine Handvoll Abtrünniger? Wie sollte das denn? Die ganze Welt blickt auf Kirkwall. Wenn die Stadt der Magie zum Opfer fällt, ist keiner von uns mehr sicher. Sagt Elfina, sie soll fortgehen. In der großen Kathedrale in Orlais wird man ihr Zuflucht gewähren. Sie ist hier nicht mehr sicher. Diese Magier sind völlig außer Kontrolle.
Ihr habt recht. Womit? Ich bin der Hauptmann der Wache. Ich bin loyal, stark und sehr nackt. So schlecht aus. So ist es. Und wenn ich euch eine unweibliche, peinliche, männerhassende Weltverbesserin nenne, dann sagt ihr... Haltet den Mund, Hure. So mag ich mein Mädchen. Ihr beobachtet mich schon den ganzen Tag. Es wird langsam ein wenig verwirrend. Meryl hat recht. Eure Rüstung glänzt wirklich. Ich spiegele mich darin. Seht nur. Mist. Oh Mist. Ist das eine Falte? Ist das eine Falte zwischen meinen Augenbrauen? Schwester Nightingale sagt, ihr müsst Kirkwall verlassen. Wie bitte? Ihr hattet recht. Die Göttliche wird gegen Kirkwall vorgehen. Auf welche Weise hat die Schwester jedoch nicht gesagt. Ihr müsst die heiligen Reliquien aus der Kirche mitnehmen und euch in Sicherheit bringen. Sebastian, ihr überrascht mich. Andraste würde es mir wohl kaum danken, wenn ich auf Kosten der Leben anderer ein paar staubige Finger, Knochen und meine eigene Haut rette. Ihr bewahrt hier Tote auf? Die Kirche von Kirkwall wacht seit mehr als 800 Jahren über die sterblichen Überreste der Märtyrerin Deverina. Sie müssen bewahrt werden. Als ich oberste Klerikerin wurde, habe ich den Bewohnern Kirkwalls und der Freien Marschen gegenüber einen Eid abgelegt. Ich werde meine Herde nicht im Stich lassen. Ihr würdet tatsächlich euer Leben opfern? Es gibt keine größere Hingabe, als sein Leben in die Hände des Erbauers zu legen. Und es gibt keinen besseren Tod, als für einen anderen zu sterben. Dieses Zitat hört man aber nicht besonders oft, oder? Bitte, euer Gnaden. Schwester Nightingale glaubt, dass es zu einem Krieg kommen wird. Dann muss ich Frieden schaffen. Beruhigt euch, Sebastian. Mir droht keine Gefahr. Ich bin die oberste Klerikerin. Wer würde es schon wagen, mich anzugreifen? Wenn ihr euch nicht selbst schützen wollt, werde ich euer Schild sein. Ihr werdet das alles wohlbehalten überstehen. Das schwöre ich im Namen des Erbauers.